Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Gartenarbeit. Peppa und Schorsch spielen heute bei Oma und Opa Wutz. Opa, fang! Fang! Und wer ist das? Fausia. Ein Dinosaurier! Opa, was machst du gerade? Ich pflanze diese Samen ein. Und was passiert dann damit? Aus Samen werden Blumen. Ich bohre ein kleines Loch und lege den Samen rein. Dann decke ich Erde drüber und begieße sie. Jede Pflanze in meinem großen Garten stammt aus solchen kleinen Samen wie diesen. Etwa auch der Apfelbaum? Oh ja. Dieser kleine Samen wird zu einem kleinen Apfelbaum. Wie diesem. Oh. Und dieser kleine Apfelbaum wird zu einem großen Apfelbaum. Wie der da. Autsch! Und im Apfel sind noch mehr Samen drin. Für noch mehr Apfelbäume. Ganz genau. Opa, Opa, ich will auch was pflanzen. Wie wäre es denn mit einem Erdbeersamen? Ja, fein. Aus diesem Samenkorn wird eines Tages eine schöne Erdbeerpflanze. Zuerst gräbst du ein Loch. Dann leg ich den Samen rein und deck Erde drauf. Soll ich ihn für dich gießen? Nein, nein. Ich will es machen. Gut. Und nun brauchen wir etwas Geduld. Peppa und Schorsch wollen warten, bis der Samen sprießt. Es passiert überhaupt nichts. Du wirst mehr Geduld haben müssen, Peppa. Das dauert sehr lange, bis etwas wächst. Peppa, Schorsch, wir fahren nach Hause. Aber wir warten doch, bis meine Erdbeere herauskommt. Ich wollte doch Erdbeeren, jetzt. Keine Sorge, Peppa. Beim nächsten Besuch wird das Pflänzchen etwas gewachsen sein. Und dann essen wir Erdbeeren. Genau. Komm schon, Peppa. Bis bald, Opa. Bis bald, Erdbeeren. Opa Wutz sorgt für Peppas Erdbeerpflanze. Nach einiger Zeit entdeckt Opa Wutz die ersten Blättchen. Tag für Tag wird die Pflanze größer und größer, bis Opa Wutz eines Tages eine Entdeckung macht. Erdbeeren. Opa, wir sind wieder da. Peppa und Schorsch sind sehr gespannt. Opa, Opa, ist schon was rausgekommen? Ja, seht doch. Oh. Erdbeeren. Danke, Opa. Opa, können wir noch was pflanzen? Ja, diesmal darf Schorsch sich was aussuchen. Ja, du suchst aus. Sag Karotten. Opa, ich glaube, Schorsch möchte Karotten. Schorsch, würdest du gern Karotten pflanzen? Nein. Was möchtest du denn sonst? Schorsch hat sich überlegt, was er anpflanzen will. Fausia. Schorsch will einen Dinosaurierbaum anpflanzen. Dummer Schorsch. Saurier wachsen doch nicht an Bäumen. Fausia. Schatzsuche. Oma und Opa Wutz veranstalten eine Schatzsuche für Peppa und Schorsch. Oma Wutz zeichnet die Schatzkarte.
Opa Wutz vergräbt den Schatz an einem geheimen Ort im Garten. Opa Wutz, bist du fertig? Peppa und Schorsch werden bald hier sein. Nur keine Eile, Oma Wutz. Da kommen sie schon. Schnell, Opa Wutz, sie sind da. Bin schon fertig. Opa Wutz hat es gerade noch rechtzeitig geschafft. Oma Wutz, wir sind da. Oma Wutz. Hallo, meine Kleinen. Opa Wutz. Opa Wutz. Ahoi, ihr zwei Herzchen. Peppa, Schorsch, heute geht's auf Schatzsuche. Im Garten ist irgendwo ein Schatz vergraben. Wow, ein Schatz. Wo ist er? Du musst schon danach suchen. Hier ist die Schatzkarte für Peppa. Und George kriegt meinen Piratenhut. Ei, ei, Herr Captain George. Der Plan sieht kompliziert aus. Papa, hilfst du mir? Na klar, Peppa, ich bin sehr gut in sowas. Er ist wirklich kompliziert. Papa Wutz, du hältst doch den Plan verkehrt rum. Ja, dachte ich mir schon. Ist doch ganz leicht. Der Schatz liegt da, wo das Rote Kreuz ist. Aber wo stehen denn bloß die beiden Apfelbäume? Keine Ahnung. Wollt ihr einen Tipp? Ja, bitte. Der erste Brief ist in einer Flasche. Aber wo ist die Flasche? Ich kann sie sehen. Peppa hat den ersten Hinweis entdeckt. Eine Flaschenpost. Kommt alle her. Hier ist die Flasche. Sehr gut, Peppa. Lass sehen, was hier draufsteht. Oh, der Brief stammt von einem Piraten. Mama, kannst du den Piratenbrief lesen? Der Pirat schreibt aber sehr unleserlich. Der Pirat hat eine schöne Handschrift. Ich kann's jedenfalls nicht lesen. Da steht deutlich geschrieben, folge den Pfeilen. Folge den Pfeilen? Schorsch hat den zweiten Hinweis gefunden. Pfeile aus Stöcken gelegt. Guck, sie zeigen da lang. Peppa und Schorsch folgen den Pfeilen. Guck, Schorsch, ein Schlüssel. Peppa hat den nächsten Hinweis gefunden. Einen Schlüssel. Fein gemacht, Peppa. Jetzt müsst ihr die Schatzkiste finden, die dazugehört. Aber ich weiß doch nicht, wo. Schau doch mal auf die Schatzkarte. Guck mal, Peppa, hier sind zwei Apfelbäume dargestellt. Hier ist ein Apfelbaum und da ist noch ein Apfelbaum. Also liegt der Piratenschatz hier. Sehen wir nach. Oh je, hier scheint aber nichts zu sein. Halt, stopp, da ist doch etwas. Boah, ein Schatz. Hurra! Hurra! Gut gemacht. Ich hab den passenden Schlüssel. Wow, ich fass es nicht. Goldtaler, die sind ein Vermögen wert. Viel mehr als das. Das sind keine Goldtaler. Es sind Schokotaler. Und hier ist ein Schokoladentaler für jeden von uns. Hurra! Peppa und Schorsch lieben Schokotaler. Alle lieben Schokotaler. Oma, Opa, das ist die beste Schatzsuche von allen. Frösche, Würmer, Schmetterlinge. Peppa und Schorsch helfen Opa Wutz im Garten. Boah. Was für ein wunderschöner Schmetterling. Opa, warum mögen Schmetterlinge Blumen? Sie finden in den Blumen ihre Nahrung. Wie? Sie haben sehr lange Zungen. Länger als meine? Oh ja,
Schmetterlingszungen sind noch länger als deine. Sie trinken damit aus den Blumen wie mit einem Strohhalm. Oh. Peppa, der Schmetterling hält dich für eine Blume. Ich bin aber keine Blume. Ich bin Peppa Wutz. Er sieht so hübsch aus. Ich wäre gern ein Schmetterling. Peppa tut so, als sei sie ein Schmetterling. Ich bin ein Schmetterling. Schorsch wäre auch gern ein Schmetterling. Schorsch, ich bin der Schmetterling. Du musst ein anderes Tier sein. Ich weiß, du kannst ein Ringelwurm sein. Schaut her, ich bin ein Schmetterling. Oh je, Schorsch hat keine Lust, ein Ringelwurm zu sein. Er wäre lieber ein Schmetterling. Och, als ich ein kleines Ferkel war, habe ich mir oft vorgestellt, ich sei ein Wurm. Wurmspielen ist ganz leicht. Ich zeig's dir mal. Erst musst du dich mal hinlegen, so auf den Boden. Dann ringelst du dich so. Ich bin ein Ringelwurm. Es macht viel mehr Spaß, Ringelwurm zu spielen, als Schorsch dachte. Ich bin ein kleiner Schmetterling, ich bin ein kleiner Schmetterling. Schaut mal, ich bin ein Schmetterling. Ja, Peppa, und du bist ein sehr schöner Schmetterling. Opa, Schorsch, was macht ihr da? Wir sind Ringelwürmer. Ich wäre wohl jetzt auch ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Mir geht es gut. Das ist so gut. Ich bin ein Ringelwurm. Das macht Spaß. Was für ein Tier wollt ihr jetzt sein? Ich weiß nicht. Guck, Opa, da ist ein kleiner Frosch. Warum spielt ihr nicht einfach Frosch? Frösche sind weder wunderschön noch so süß wie Würmer. Aber sie spielen dasselbe wie ihr. Spielen Frösche mit Puppen? Aber Peppa, was magst du am liebsten? Ich mag Matschepampe. Genau, Frösche hüpfen ja auch gern im Matsch herum. Los, Schorsch, wir spielen Frosch. Jetzt sind wir Frösche. Jetzt sind wir Frösche. Der Frosch hat eine tolle Matschepfütze zum Herumspringen entdeckt. Peppa und Schorsch lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Schmetterlinge und Würmer mag ich. Aber Frösche mag ich am allerliebsten. Miep.